Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Sammlungsvideo. Und zwar geht es im heutigen Video um Masken. Ich habe nämlich Milliarden Gesichtsmasken und möchte euch heute zeigen, welche ich habe. Ich werde die aber unterteilen, einmal in Tuchmasken und einmal in, ja, alles andere, so an Flüssigmasken, sage ich mal. In dem heutigen Video zeige ich euch die flüssigen Masken und im Video, was dann noch kommt, kommen die Tuchmasken. Wir fangen auch gleich an, denn es sind einige und vieles auch Reste, weil es gibt ja so Masken, die sind so zweigeteilt, wie zum Beispiel hier von Balea. Da hat man so zwei dran. Einmal habe ich schon verwendet. Das war eine Limited Edition. Das ist mit Nougat und Pfirsich. Dann von Rossmann war hier eine, die war im Adventskalender drin, so eine Flüssigmaske zur Porenreinigung. Von M.A.Sam war hier eine mit Matcha. Das sind die, wo ich jeweils schon eine verwendet habe, ne? Dann auch von Balea eine mit Pfirsicheistee. Noch eine von dem Rossmann Adventskalender. Die ist für Feuchtigkeit. Dann ist hier von Schebens eine, und zwar für Männer, für Feuchtigkeit. Die ist natürlich dementsprechend dann auch für den Tino. Und dann noch von M.A.Sam wieder eine mit Vitamin C. Genau. Dann habe ich von I&M, die finde ich persönlich total toll, diese Kombimasken. Die haben einmal eine Reinigung und eine Maske kombiniert. Und zwar macht man sich erst hier Step 1. In dem Fall ist das Afterwork, eine super soft Peeling-Maske mit Bio-Aloe Vera und Reis. Das reinigt erstmal das Gesicht. Und danach kommt noch die Hydro Boost Gel-Maske mit Bio-Granatapfelkern und Hyaluron, die dann halt noch Feuchtigkeit bringt. Von Luvos, Naturkosmetik mit Heilerde, ist hier eins. Da hat man auch erst die reinigende Maske und dann die feuchtigkeitsbringende Maske. Die benutzt der Tino. Dann habe ich hier von Schebens eine Antifaltenmaske aus der Pinkbox. Da war genauso drin die Aloe Vera Maske davon. Und davon war auch noch eine mit Hyaluron, da habe ich aber schon eine von verwendet. Die andere liegt jetzt gerade leider im Bad. Habe ich vergessen. Achso, dann habe ich hier noch eine mit Tonerde, Pfefferminze und Aloe Vera. Auch von Schebens, aber schon eine verbraucht. Von Luvos Heilerde habe ich hier noch eine reinigende Maske. Die müsste, glaube ich, mit Salbei sein. Von Today eine Peel-Off-Maske mit Aktivkohle. Das hier ist die ich euch gerade schon mal gezeigt habe. Die haben wir tatsächlich zweimal da von Luvos Heilerde. Dann von Seven's Heaven eine Cannabis-Sativa-Peel-Off-Maske. Sieht so ein bisschen abgespaceder aus. Von Balea eine Limited Edition Ruby Chocolate Maske. Und die hier finde ich besonders spannend. Die werde ich demnächst bald mal ausprobieren. Und zwar ist es eine 2-in-1 Maske zum selber mischen. Da hat man Mohnsamen drin für den Peeling-Effekt und Traubenkernöl zum Regenerieren, Kletten und Feuchtigkeit spenden. Man muss das dann hier unten knicken und dann fallen hier diese Mohnsamen hier runter und dann mischt man das und hat dann seine Maske sozusagen fertig gemischt. Finde ich eine ziemlich interessante Sache. So, dann habe ich hier zwei Haarmasken. Einmal Unicorn Moisturizing Hydration und einmal Flamingo Hair Mask and Cap. Na, hier unten ist die Flüssigkeit für die Haarmaske drin, hier oben ist das Cap drin, wo das dann reinkommt. Bisher noch nicht ausprobiert, wird aber bald geschehen. So, dann habe ich von Design Tribe Mask On and Chill Self-Heating Effekt. Das ist eine Maske, die macht man sich drauf und die soll dann halt wirklich eine wärmende Wirkung haben. Das ist eine Maske, die man tatsächlich auch unter der Dusche anwenden soll, damit man die dann auch gleich abspülen kann. Dann habe ich hier eine Leave Me On Summer Mask von Mood Masky. Das ist eine Maske, die man dann auch tatsächlich wie eine Creme dann auch drauf lassen kann. Und Mood Masky finde ich persönlich richtig, richtig gut.
Dann habe ich hier von Dr. Botanicals eine Turmeric Superfood Restoring Treatment Mask. Das ist die hier, so eine kleine Probe. Aber Dr. Botanicals ist ja auch mal richtig gut. Dann aus dem Adventskalender vom letzten Jahr von Balea eine Gesichtsmaske mit feuchtigkeitsspendendem Effekt. Dann vom Action hatte ich so ein Set geholt. Das ist aber eher für die Tochter vom Tino, weil die steht total auf Peel-Off-Masken. Und die fand ich ganz witzig. Das sind nämlich so eine Metall-Effekt-Masken. So in vier verschiedenen Farben. Gelb, Pink, Grün und Silber. Oder Gelb, Gold. Die haben auch verschiedene Effekte. Einmal sollen die entspannen, einmal sollen die säubern, einmal frisch machen und einmal reinigen nochmal. Und die haben halt so ein richtig, das sieht man halt aus wie so ein wie richtig metallisch glänzend. Schon ziemlich witzig. Von Schebens habe ich hier eine Grapefruit Sorbet-Maske. Da habe ich auch schon eine verwendet. Die fand ich echt sehr, sehr angenehm und der Geruch ist bombastisch geil. Ich liebe ja Grapefruit. Dann habe ich hier von Schebens Lip Volume Konzentrat Masken. Das sind so kleine Kapseln, kleine Ampullen, die macht man sich auf die Lippen. Auch schon fast aufgebraucht. Und dann habe ich hier von eCooking so ein Set gehabt. Da ist einmal eine Nachtcreme drin, einmal eine Moisturizing Maske, also eine feuchtigkeitsbringende Maske und eine Peeling Maske. Das sind dann hier in so kleinen Töpfchen drin mit so einem noch so ein Verschluss, weil bisher habe ich die noch nicht verwendet. Und eCooking ist ja auch eine geile Marke, ne? Also die Produkte sind immer mega gut. Dann habe ich hier von der Marke Claire's eine Freshly Juiced Vitamin E Maske. Auch noch zu, ist in so einem kleinen Töpfchen. Hat halt Vitamin E drin und soll Glow bringen und das Gesicht wieder frisch strahlen lassen. So, von George Obey habe ich hier eine Peel-Off-Maske. Und zwar ist es eine schwarze Peel-Off-Maske, die trockene Haut wieder der Feuchtigkeit bringen soll und die Poren verkleinern und minimieren soll. Die ist hier in so einem großen Teil drin. Ist halt wirklich eine große 100-Milliliter-Tube. Und auch die noch nicht verwendet, die ist noch komplett zu und verschweißt. Weil ihr seht, ich habe da so einige. Was ich cool finde, hier ist dann auch noch immer in den Produkten von denen immer noch so eine Probe von irgendeinem anderen Produkt drin. In dem Falle von weißen Tee Balance Cream. So, und dann habe ich hier noch einige andere. Wie gesagt, einiges auch an Peel-Off-Masken, weil das die Tochter vom Tino so gerne mag. Und zwar haben wir hier einmal die Peel-Off-Maske in Neon Pink. So ein Set, da sind mehrere drin. Die Neon-Maske in Neon Orange. Dann habe ich hier eine Peel-Off-Glitter-Maske als Set. Da hat man halt hier so, ne, so Glitzer-Effekt mit bei. Und das hier war ein Set mit verschiedenen Gold-Varianten. Da hatte man eine Hydrogel-Maske, eine Peel-Off-Maske, eine Nasenporen-Maske, eine Ton-Maske und ein Augen-Sheet-Mask. Alles mit Gold. Die Peel-Off-Maske ist schon aufgebraucht vom Töchterchen vom Tino. Und dann haben wir hier noch die Bubbly Oxygen Effect Facial Sheets. Und zwar sind das die, die dann halt so... So, wo sich dann Schaum auf einmal bildet. Und da haben wir auch schon eine aufgebraucht. Und das ist halt wirklich witzig. Es kommt dann übelster Schaum. Man sieht dann irgendwann aus, so von der Gesichtsform wie Mufasa. Super, super witzig. Also kann ich sehr empfehlen, das mal auszuprobieren. So, da wären wir mit meiner Sammlung der flüssigen Masken durch. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch vielleicht so ein paar Anregungen geben bei Masken, die ihr noch nicht kanntet, die euch interessieren. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was denn so eure Lieblingsmasken sind in dem Bereich. Und dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bleibt doch gerne hier mit einem Abo. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's mal gut, ihr Lieben. Tschüss, eure Nicole.